Samstag im Antenne Vorarlberg Frühstücksradio. Oh. Es ist 7.42 Uhr und wenn Sie sich jetzt wundern, dass ich jetzt hier das Kommando über das Mischpult habe, das liegt daran, dass der Martin und ich die Seiten gewechselt haben. Martin und der Simon Martis aus Hohenems sind in Position. Die beiden werden sich jetzt ein bisschen im Liegestütze betteln. Jungs, wie schauen wir aus? Ja, wir sind bereit und zwar ist es jetzt schon ziemlich anstrengend. Ich mache zwar noch keine Liegestütze, aber ich stehe schon mal auf allen Vieren, also auf meine zwei Arme und meine zwei Füße. Wer sich das alles reinziehen möchte, einfach jetzt auf Antenne Vorarlberger T reinklicken oder bei RTV und Ländle TV einschalten. Dann sehen Sie, wie die beiden Jungs ihre Liegestütze-Challenge im Fernsehen meistern. So, ich glaube, der Simon hat die herausgefordert, Martin, oder? 200 Liegestütze zu schaffen. Okay, und wir planen also, das schaffen wir hoffentlich in 60 Sekunden und währenddessen plaudern wir natürlich ein bisschen über das Thema Frühstücken und allgemein Ernährung und los. Dann legend los. Also Simon, jetzt erzähl mal ganz kurz, für einen Fitnesssportler ist ja Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages. Was gibt's denn bei dir so in der Früh alles? Also ich schaue, dass ich am Morgen relativ ausgewogen Frühstück, viele Kalorien gleich am Morgen rein. Dabei hauptsächlich Rühreier mit einem Vollkornbrötli, damit die Eiweiß, Fette und auch Kohlenhydrate wird man doch nicht fett. Nee, also wenn du ordentlich Sport dazu machst, wie mir jetzt gerade, dann setzt sich die überschüssige Energie in Muskeln um. Hier haben wir zum Beispiel in der Früh immer ein Joghurt, eine und eine Banane. Bis Mittag gibt es da nichts mehr. Ist das wenig, wenn ich aufbauen will? Also wenn du aufbauen willst, dann auf jeden Fall. Okay, was gibt es denn zum Mittag? Zum Mittag gibt es meistens eine Eiweißquelle in Form von entweder Fleisch, Fisch, Linsen, Bohnen. So, ich glaube schon. Der Martin druckt es der Schale an, dran ist die Nusser. Ich würde sagen, Simon, er kann das Wasser einfach nicht reicher. Und Simon Martis aus Hohenems, ab heute Abend im Fernsehen zu sehen bei Ninja Warrior Austria. Yes. Dankeschön für deinen Besuch bei uns im Studio. Ja, es hat mich gefreut, dass ich da sein durfte. Ja, und Martin, warte, wenn er schon mal da ist, lupfen wir mal das T-Shirt. Bitte. Das können jetzt so sehr nicht sehr. Yes, die aber ich. Okay. Spaß Danke. Bei dem Wunsch. Ja, somit hatte das ganze Ländle jetzt nicht nur akustisch etwas von Simon, nämlich auch die Sandra und alle auf Official Radio optisch. Also, wir drücken dir die Daumen. Dankeschön. Toi, toi, toi. Servus.